לוחמינו הגיבורים לא נפלו לשווא, ומתוך הכאב העמוק על נפילתם. Der Nahe Osten, wo der Puls immer höher wird, ist auch heute noch Heimat vieler Konflikte. Die israelischen Streitkräfte brechen bei ihren Operationen im Gazastreifen jeden Tag die Macht der Hamas. Die seit Tagen andauernden Zusammenstöße im Süden des Gazastreifens haben dazu geführt, dass viele Hamas-Hauptquartiere und Tunnel zerstört wurden. Mit der Explosion dieser Orte hat die Hamas auch wichtige Mitglieder verloren. Die Militanten, die die Hamas verlor, führten zu einem weiteren Rückgang der operativen Macht der Hamas. Inmitten all dieser Unruhen hat Israel einen großen Durchbruch erzielt. Schauen wir uns die Erfolge der israelischen Streitkräfte an. Die israelischen Streitkräfte führen seit Tagen vernichtende Angriffe auf das Herz der Hamas im Westjordanland durch. Gestern stand das Lager Nur Shams in der Nähe der Westjordanlandstadt Tulkarem den ganzen Tag unter einem Drohnenangriff der israelischen Armee. Der israelische Angriff hat die Hamas zur Hölle gemacht. Bei den Drohnenangriffen wurden mindestens 4 Palästinenser getötet. Die IDF bestätigte, dass der Angriff auf eine Gruppe bewaffneter Palästinenser gerichtet war. Shin Bet und die israelischen Streitkräfte organisieren weiterhin spektakuläre Razzien mit gemeinsamen Operationen. Die israelischen Streitkräfte haben 4 Palästinenser festgenommen, die von Reservetruppen und Grenzpolizisten im Lager Nur Shams gesucht werden. Gleichzeitig beschlagnahmte die IDF 2 Schusswaffen. Die IDF erklärte, dass technische Fahrzeuge Sprengstoff freigelegt hätten, der unter und an den Rändern der Straßen im Lager gegen Soldaten detoniert werden sollte. In einer Klinik in Nur Shams, wo sich die gesuchten Palästinenser verstecken, fanden die Soldaten einen Sprengsatz. Nach Angaben der IDF eröffneten palästinensische Bewaffnete während der Razzia das Feuer und andere warfen Sprengkörper und Molotow-Cocktails auf die Soldaten. Die Flugzüge schossen auf eine große Anzahl bewaffneter Terrorgruppen, die das Feuer eröffneten, Sprengstoff starteten und Soldaten in Gefahr brachten. Bei diesem Angriff wurden 4 Bewaffnete getötet, weitere verletzt. Medizinische Quellen in Jenin berichten, dass Laid Abu Nimar, der letzte Woche bei einem Drohnenangriff in Jenin schwer verletzt wurde, letzte Nacht an seinen Verletzungen gestorben ist. Die IDF fügte hinzu, dass die Soldaten auch eine große Anzahl von Sprengstoffen in dem Gebiet beschlagnahmt hätten, in dem einer der Angriffe stattfand. Die Infrastruktur im Lager wurde während dieser Operation etwas beschädigt. Israelische Truppen haben in den vergangenen Monaten Dutzende von Terrorstellen im Norden des Westjordanlands überfallen. Angriffe, die länger als ein paar Stunden dauern, sind jedoch selten. Israel hat erklärt, dass die palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle über Gebiete im Norden des Westjordanlands verloren hat. Leider erlaubt dies Terrorgruppen, sich in dieser Region niederzulassen und Angriffe auf Israelis auf beiden Seiten der grünen Linie zu starten. Außerdem kämpft Israel weiter mit seinen anderen Feinden. Die libanesische Hisbollah-Gruppe gab gestern bekannt, dass eines ihrer Mitglieder bei Zusammenstößen nahe der libanesischen Grenze zu Israel getötet wurde. Die Gruppe gab jedoch keine Details zu den Umständen bekannt, die zum Tod ihres Mitglieds führten. Die Spannungen an der libanesisch-israelischen Grenze sind in den tödlichsten Zusammenstößen seit dem Großkrieg der beiden Seiten im Jahr 2006 zwischen der Hisbollah und den israelischen Streitkräften ausgebrochen. Nach Angaben der Gruppe wurden seit Beginn der Kämpfe am 8. Oktober mindestens 109 Hisbollah-Mitglieder getötet. Trotz all dieser Verluste hat die Hisbollah nicht versucht, freundlicher zu Israel zu sein. Israel wird nie müde, gegen seine Feinde zu kämpfen. Die israelischen Streitkräfte haben härter denn je Angriffe auf das Untergrundnetz der Hamas im Gaza-Streifen gestartet. Die IDF gab bekannt, dass die israelische Luftwaffe in der Nacht Angriffe durchführte und Hamas-Tunnel, Kommandozentralen, Munitionsdepots und andere mit Terrorgruppen in Gaza verbundene Gebiete traf. Auch die IDF, eine Gruppe von Hamas-Terrormitgliedern, 7. Er teilte auch der Presse mit, dass er mit einer Drohne, die von gepanzerten Brigadetruppen geleitet wurde, eliminiert wurde. Ob sich Mitglieder der Terrororganisation Hamas im Tunnelnetz befinden, ist derzeit unklar. Die IDF teilte keine klare Erklärung zu diesem Thema, aber diese jüngste Operation der IDF hat die Hamas mit schweren Verlusten konfrontiert.
Das bemerkenswerteste Detail der jüngsten Operation der IDF war, dass die Anzahl der zerstörten Tunnellinien der Hamas seit der Bodenoffensive Rekordwerte erreicht hat. Die israelischen Streitkräfte haben seit Beginn der Bodenoffensive mehr als 800 Tunnelschächte im Gazastreifen entdeckt. 500 dieser Tunnel, die von der IDF entdeckt wurden, wurden bereits zerstört, indem eine große Menge Sprengstoff gezündet oder versiegelt wurde. Die zerstörten Tunnel sind hunderte Kilometer lang. Nach Angaben der IDF verbinden viele dieser langen Tunnel die strategischen Vermögenswerte der Hamas. Aus diesem Grund verliert die Hamas mit der Zerstörung dieser Tunnel durch die IDF ihre logistischen und taktischen Vorteile im Gazastreifen. In den von der IDF zerstörten 500 Tunnellinien befinden sich zahlreiche Waffen und militärische Munition. Als Ergebnis der jüngsten IDF-Operationen wurden Dutzende von RPGs, AK-47s, Granaten, Sprengfallen und eine große Anzahl von Munition beschlagnahmt. Mit anderen Worten, die Hamas wird große Probleme mit militärischer Munition haben. Die Zerstörung dieser Tunnellinien hat natürlich auch einen menschlichen Aspekt. Die Schächte dieser Tunnellinien der Hamas befanden sich in zivilen Gebieten und viele von ihnen befanden sich in oder in der Nähe von Bildungseinrichtungen, Kindergärten und Spielplätzen. Diese Erkenntnisse sind ein weiterer Beweis dafür, dass die Terrororganisation Hamas die Zivilbevölkerung als Schutzschild und als Tarnung für terroristische Aktivitäten benutzt. Die Zerstörung der Hamas-Tunnel durch israelische Truppen im Gazastreifen und die Verhinderung dieser verräterischen Pläne der Terrororganisation verhindern ein großes menschliches Drama. In gewisser Weise ist dies einer der Hauptgründe, warum der Krieg verlängert wurde und die Clashes in den Süden des Gazastreifens sprangen. Denn die Terrororganisation Hamas hat vor allem in den letzten Tagen versucht, zusätzliche militärische Munition aus unterirdischen Tunnelnetzen von Siedlungen in diesen Gebieten zu beschaffen, insbesondere von Khan Yunus, der sich südlich des Bandes befindet. Die Route der Hamas für zusätzliche Munition beginnt im Iran. Von hier aus werden Waffen in den Jemen und in den Sudan transportiert. Diese Waffen werden über Ägypten in den Süden des Gazastreifens transportiert. Aber Gebiete, die Länder wie Oman und Jemen auf dem Weg der Waffenlieferungen an die Terrororganisation umfassen, sind für diese verräterische Mission nicht mehr förderlich. Denn der Marinekreuzer USS Eisenhower und die dazugehörigen Marinezerstörer haben diese Gebiete bis zum Roten Meer, dem Golf von Oman und sogar dem Persischen Golf gegen Waffenlieferungen der Hamas über den Irin dominiert. Neben der aktiven US-Marine im Roten Meer ist die israelische Marine im östlichen Mittelmeer ständig auf der Hut. Denn zuletzt hat die israelische Marine die Terrorinfrastrukturen der küstennahen Enklaven im Gazastreifen von der östlichen Mittelmeerküste aus stark bombardiert, Schiffe der Terrorgruppe, die mit der sogenannten Marine in Verbindung stehen, und Waffenlager. Mit diesem Bombenangriff zerstörten Angriffs- und Aufklärungsboote der IDF-Marine, Marinefahrzeuge, die diese 6 Schiffe unterstützten, zahlreiche Terrorquellen der Hamas an der Küste des Gazastreifens. Es ist immer noch bekannt, dass israelische Patrouillenboote 724 im aktiven Dienst an der Küste des Gazastreifens sind. Diese Boote führen auch kritische Missionen durch, um Terroristen zu jagen, die versuchen, die israelische Stadt von den Küstengebieten des Gazastreifens aus zu erreichen. Denn die Terrororganisation schickt ihre Taucher meist vom Ufer des Gazastreifens in den Tod, um die israelische Stadt Aschkelon zu erreichen. Das Hauptziel dieser Taucher, die Mitglieder der Terrororganisation sind, ist es, Zivilisten in Aschkelon anzugreifen. Aber da die Hamas aufgrund dieser verräterischen Methode seit Beginn des Krieges viele terroristische Mitglieder verloren hat, hat sie begonnen, an der Küste des Gazastreifens auf verschiedene Methoden zurückzugreifen. Vor allem in den vergangenen Tagen teilte die Terrororganisation in sozialen Medien Bilder, wie sie Torpedos von der Küste des Gazastreifens abfeuern. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die US-Marine in den letzten Tagen den Marinekreuzer USS Gerald Ford in die Nähe von Griechenland entsandt hat. Der jüngste und größte Flugzeugträger der US-Marine, die USS Gerald R. Das Personal von Ford und Carrier Strike Group 12 kam zuletzt am 2. Dezember 2023 zu einem geplanten Hafenbesuch in der Souda Bay auf Kreta an. Dieser Hafenbesuch wird die 6. Station des Hauptschiffes sein, wenn die US-Marine auf dem europäischen Einsatzgebiet stationiert ist, aber die Hamas wird normalerweise ermutigt, wenn sich das US-Marineschiff von der Gaza-Küste entfernt. Danke fürs Zuschauen.